Hallo ihr Lieben, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen die violette Flamme, um meine Aura zu reinigen von diesen vielen Energien aus dem Kollektiv. Schön, dass ihr da seid. Und zu dem Hintergrundvideo möchte ich euch auch gleich was sagen. Hier ist so die dunkle Seite, da wird es immer mal dunkel da drüben. Und hier wird's immer mal hell. Das ist für mich so das Widerspiegeln oder dieses, das zeigt eigentlich so gerade, wie es bei uns zugeht im Kollektiv. Die zwei Seiten, die helle und die dunkle Seite, sind am Kämpfen, am sich zeigen. Und das ist jetzt, wenn ich auf den Ausblick von Ende November auf Dezember schaue, genau diese Energie. Viele von uns sind im Moment zu Hause und dieses Zuhause-Sein gibt uns die Möglichkeit, nachzudenken über die Lage und auch die Möglichkeit, uns umzuorientieren, denn es ist diese helle und dunkle Seite, bedeutet ja auch ein Wechsel der Paradigmen, also eine grundlegende Änderung ist möglich. Und das ist jetzt natürlich bei jedem Einzelnen so, wie er sich darauf einlassen kann. Das bedeutet, wenn die Bedürfnisse sich nur noch darauf beziehen, einkaufen, essen, trinken, schlafen, arbeiten, Fernsehen schauen, Filme schauen. Ich sag's jetzt mal so ganz brachial. Bleibt eigentlich der Seele überhaupt keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und die Seele braucht dieses sich entfalten können, das Kreative, das Sinnliche, das Intuitive, das braucht unsere Seele. Und wenn wir unseren Wirkungskreis wirklich dermaßen beschränken auf das, sag ich mal, Minimale, was wir überhaupt brauchen, um leben zu können, also dieses komplette Funktionieren, dann bringt uns das weg vom göttlichen Weg, weg von unserer Seele, weg von der Seelenebene. Also auf der Seelenebene hast du ja alle Emotionen, die lagern sich auf der Seelenebene ab, sowie positiv, sowie negativ, das spielt überhaupt keine Rolle. Bloß die negativen Ablagerungen, die belasten natürlich sehr und die sind dann auch körperlich spürbar in Müdigkeit, in schlechte Laune, in körperlichen Schmerzen, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Tinnitus, all diese Dinge oder sogar auch Depression, all diese Dinge lagern sich da ab und je mehr Ablagerungen es sind, umso schneller kommt man in diese körperlichen Belastungen hinein. Jetzt, was können wir denn da tun? Was können wir tun und wie ist die Möglichkeit, jetzt wirklich auch selbst persönlich diesen Paradigmenwechsel für sich innerlich zu vollziehen? Das heißt, in die Stille gehen, auf die Seele hören, sich das Leben dennoch schön zu machen, auch wenn es ein bisschen eingeschränkt ist, sich das Leben in Kleinigkeiten schön zu machen, achtsam zu sein und zu erkennen an den körperlichen Reaktionen, die wir also wahrnehmen, schlechte Laune, Kopfschmerzen, also das, was ich vorhin so gesagt hatte, wahrnehmen, welche Themen habe ich denn noch und welche Themen können gelöst werden. Es ist so, die Themen, die sich zeigen, die möchten auch gelöst werden und dann ist halt Arbeit an sich selbst angesagt. Und das ist die Möglichkeit, das ist wirklich die Möglichkeit, den Sprung vom Dunkel ins Hell zu machen. Also von dem Dunklen, hier ist es dunkel, es ist immer spiegelverkehrt im Video, also vom Dunklen rüber ins Helle zu schwenken in das, wofür wir ja inkarniert sind, wofür wir ja hier sind. Und das ist gerade jetzt im Übergang November, Dezember die Möglichkeit für uns, diesen Sprung zu schaffen. Es ist ein weiterer Erwachensschritt, das ist auf jeden Fall so. Und manch einer
es kann sein, dass der da drin hängen bleibt, dass er sich dann eher dem hingibt, was jetzt eher die dunkle Seite ist, die Schattenseite, also seinen Wehwehchen nachgibt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt zu Hause bist und alleine lebst, könnte ja schnell so ein Gefühl der Einsamkeit kommen. Und jetzt kannst du dieses Gefühl positiv oder negativ bewerten. Wenn du es positiv bewertest, heißt es, ich habe Zeit für mich, ich kann schöne Dinge tun, die ich sonst nie tun konnte. Wenn du es negativ bewertest, dann heißt es, oh, ich bin allein, ich kann nichts machen, es ist so schlimm, ich kann nicht weggehen, ich habe schlechte Laune und so weiter, mir geht's nicht gut. Das sind so diese zwei Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten hat man eigentlich für jedes Gefühl. Du kannst jedes Gefühl, was aufkommt, so oder so bewerten. Und aber gerade jetzt, in dieser Zeit, ist die Möglichkeit da, in die Heilung zu gehen. Und das ist ganz wichtig. Das ist die Chance für uns, die Chance für jeden Einzelnen, tatsächlich Heilung zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, die eigene Seele sprechen lassen und auf die Seele zu hören. Denn die Seele ist die Stimme Gottes in dir. Und wenn du deinen Seelenimpulsen nachgibst und dich darin entfaltest, bist du auf dem Weg in der Verbindung zu deinem Göttlichen, zur göttlichen Ordnung. Und dann kannst du ganz sicher sein, dass dir genau das geschieht, was gut ist, was für dich vorgesehen ist. Und machst keinen Umweg erst nochmal durch die dunkle Seite. Weil diese Umwege brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir zielgerichtet vorausgehen. Aber manchmal, wenn man das jetzt alles nicht wüsste, kann es schon sein, dass man sich eher nochmal in dieses Alte fallen lässt. Falls du es gerade so erlebst, dann hoffe ich mir und wünsche ich mir so sehr, dass du eben entdeckst, was es alles noch für andere schöne Dinge zu tun gibt und wie viel Heilung du deiner Seele geben kannst. Allein durch die aktuelle Zeitqualität. Und ich möchte auch gerne noch ein Channeling dazu geben. Und wenn du daran interessiert bist, immer das Neueste aus der geistigen Welt zu erfahren, die neuesten Botschaften, die aktuelle Zeitqualität, dann darfst du meinen Kanal gleich abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke wird dich YouTube sofort daran erinnern, wenn wir hier ein neues Video für dich hochgeladen haben und es neue Botschaften gibt. Und da kannst du ganz sicher sein, dass du nie mehr was verpasst. Denn ich habe es schon oft gesagt, gerade jetzt in der schwierigen Zeit oder in der Übergangszeit ist es so wichtig, immer informiert zu sein und immer auf dem allerneuesten Stand zu sein, um eben sich selbst auch immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich, wo kann ich mich damit befreunden und was kann ich noch für mich tun, damit ich auch mit den Menschen oder mit meiner Seele den Sprung in den Übergang schaffe, weil es ist ja doch von jedem Menschen sein eigenes tun, wie er in den Übergang mitgeht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also der geschieht nicht automatisch, sondern jeder Mensch wird es für sich individuell erleben und so, wie er es gerade mit seiner Seele kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach tatsächlich sich mit diesen Dingen zu befassen. Und deswegen spreche ich auch heute zu euch darüber. Und freue mich, dass ihr da seid und ich habe euch so lieb und freue mich jetzt auch gleich auf das Channeling, auf die Botschaft. Ich muss mir aber erst noch mal einsprühen, denn ich kann auch nie genug haben von diesen schönen Energien. So, was haben wir hier? Smarana-Energie, genau. Ich nehme mal die Smarana-Energie. Das ist ja der direkte Weg zu Gott und wie wir gehört haben, gerade jetzt in der Zeit besonders wichtig für uns alle. Die Energie fließt ein. Sie floss schon ein bei jedem einzelnen Wort und sie verstärkt sich jetzt, da Nirjana ihren Kanal geöffnet hat.
Und ich bitte, bitte um Schutz für uns alle, sodass die Botschaften in vollster Reinheit zu euch, zu jedem Einzelnen fließen. Und ich spüre schon, wie der Schutz sich jetzt ausbreitet und die Liebe Gottes in diesem Schutz schwingt. Oh, es ist so ein schönes Gefühl. Nimmt mich vollkommen auf, dieses Schwingen. Bringt eine ganz große Geborgenheit. Und ich habe so das Bild jetzt, wie wenn meine Seele Flügel hat und so schwebt. Oh, sehr schön. Ich wünsche mir, dass ihr auch diese Bilder habt. Denn so schwingen wir uns allein über die Energiewellen in die nächsthöhere Bewusstseinsebene hinauf. In die Bewusstseinsebene der Seele. Und dort auf die oberste Seelenschicht. Dort befinden wir uns jetzt. Und ich bitte die geistige Welt um Reinigung der Seelenoberfläche bei euch, bei mir, bei uns allen, sodass die Seelenoberfläche ganz rein wird. Das tut gut. Das tut sehr gut. Und so rufe ich die Seelenengel herbei. Ich rufe die Energie der Seelenengel. Möget ihr uns heute unterstützen mit einer Botschaft, um über diese Zeit zu kommen. So ziehen ein die Seelenengel voller Freude und voller Liebe. Wir sprechen heute heilend und aktivierend zu dir. Das bedeutet, dass jedes Wort Frequenzen der Heilung trägt und Frequenzen der Aktivierung deiner Wahrnehmung für deine Seelenimpulse trägt. Denn du trägst alles in dir und je nachdem, wie sehr du deinen persönlichen Schleier festgezogen oder gelockert hast, gelangen die Botschaften deiner eigenen Seele zu dir. Und deswegen sind wir heute hier, um diesen Vorhang des Vergessens ein wenig zu lockern, beziehungsweise so weit zu lockern, wie es uns möglich ist und du es selbst zulässt. Denn wir achten deinen persönlichen Seelenplan und wissen, dass alles, was geschieht, zu deinem höchsten Wohl geschehen soll. Und so werden wir nun mit deiner Seele in Kontakt treten. Und deine Seele, wenn du es erlaubst, wird sich uns zeigen. Und in dem Moment, wo sie sich uns zeigt, senden wir deiner Seele die größte Liebe aus der Wirklichkeit, die vollkommenste Liebe Gottes, um deine Seele zu beschenken und ihr spüren zu lassen, dass wir auch noch hier sind, und um deiner Seele ebenfalls spüren zu lassen, dass du bereit bist zu wachsen,
dass du bereit bist, den Weg des Wachstums zu gehen und dass du bereit bist, den Wechsel in Gottes Ordnung der allerhöchsten Liebe zu gehen. Und allein bei diesen Worten beginnt so viel Freude, sich in deiner Seele und in deinem Körper auszubreiten. Es ist wie ein großer Kanal der Freude, der himmlischen Freude, welche dich nun berührt und welche dir erkennen lässt, dass es einfacher ist, alles viel einfacher ist, als du dir vorgestellt hast. Und so nehmen wir von deiner Seelenoberfläche alles, was dich belastet. Und im gleichen Moment, wenn diese Energien entfernt werden, beginnt deine Seele tiefer zu atmen. Sie beginnt sich auszudehnen und wohl zu fühlen. Und auch in diesem Moment wird dein Schleier, dein persönlicher Schleier des Vergessens, dünner, durchlässiger und somit die Kommunikation zwischen euch beiden, zwischen deiner Seele und dir, leichter werden. Lasse die Energien zu und lade sie ein, zum allerhöchsten Wohle für dich zu wirken. Und spüre die große Heilkraft, wie sie jetzt durch deinen Körper fließt, wie sie dich liebevoll umgibt und trägt. Dann nehme einen tiefen Atemzug und fühle, wie es deiner Seele bereits besser geht und im gleichen Moment deinem Körper es auch besser geht. Denn er spürt, dass der neue Weg, den du jetzt gehst, schöner sein wird, dass der neue Weg direkt zu Gott führt, zu deinem Schöpfer, zu dem einen, der dich am meisten liebt, der dich immer mit offenen Armen empfangen wird, der dich so sehr liebt, wie du es dir niemals vorstellen kannst. Denn diese große, vollkommene Liebe Gottes ist unserem Schöpfer seine Liebe. Und das, was du jetzt fühlst, ist der Beginn von etwas Wundervollem. Der Beginn von etwas, was du selbst herbeirufen kannst. Denn du selbst bestimmst deinen Weg und wie er sein soll. Ob er einfach sein soll oder ob er mit großen Umwegen sein soll, das ist deine Entscheidung. Und so spüre deine Seele, spüre diese Liebe und sage nun mit deiner inneren Stimme etwas ganz Liebevolles zu deiner Seele. Ich lasse dir ein wenig Zeit. Und dann bedanke dich bei deiner Seele, dass du dabei sein darfst, jetzt gerade in dieser Zeit, so wie du es dir gewünscht hast und hier bist. Und dann bedanke ich mich für uns alle bei den Seelenengeln dafür, dass
diese Energie und diese Botschaft heute zu uns kommen durfte. Smarana, liebe Seelenengel, ich bin zutiefst berührt und total glücklich, ich könnte euch jetzt alle umarmen, so schön ist es. Oh, ja, die Energien sind noch da. Der Kuss, das war ein Kuss der Seelenengel. Die sind schlau hier. Ja, meine Lieben. Also von der Botschaft her kann man lernen, sich tatsächlich mehr auf sich selbst zu konzentrieren, das Außen, was im Außen geschieht, einfach so zu lassen, wie es ist. Und an sich selbst zu arbeiten, um den Weg, den direkten Weg jetzt einzuschlagen, den Weg in das schöne Neue. Und mit diesen Worten wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und freue mich auf die nächste Botschaft. Alles Liebe für dich. Ein Küsschen. Das war jetzt eins von mir. Bis dann, tschüss.